Dem Co-Vorsitzenden der AfD Mecklenburg-Vorpommern, Dennis Augustin, ist die Parteimitgliedschaft entzogen worden. Damit reagiert die Partei auf die NPD-Vergangenheit Augustins. Demnach nahm er 1989 an einer NPD-Kaderschulung teil und war Ansprechpartner des NPD-Kreisverbandes Stormarn. Das verschwieg Augustin aber beim Eintritt in die AfD. Die NPD und ihre Unterorganisation stehen auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Auch Parteichef Alexander Gauland hatte ein Ausschlussverfahren gegen Dennis Augustin gefordert. Er galt als Vertreter des äußerst rechten Flügels der Partei.